Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute nehme ich euch mal wieder mit zur Wimbach-Klamm. Abonnenten, die meinem Kanal schon längere Zeit folgen, die wissen, ich habe schon Filme zur Wimbach-Klamm erstellt und im Endeffekt kommt fast jedes Jahr ein neuer Film zur Wimbach-Klamm raus. Das liegt ganz einfach daran, es ist eine der schönsten Klammen, die wir hier unten in Oberbayern haben. Ist einfach so. Und dazu kommt natürlich, es ändert sich bei mir immer die Aufnahmetechnik. Das wurde jetzt mit der Insta360 X3 aufgenommen. Und ja, so entwickelt sich halt die Technik weiter. Aber die Klamm bleibt natürlich über Jahre hinweg die gleiche. Für alle, die es noch nicht kennen, die Wimbach-Klamm, die hat einen eigenen kleinen Parkplatz. Da passen vielleicht so 50, 60 Autos drauf. Ist ein kostenpflichtiger Parkplatz. Und man sollte recht früh zur Wimbach-Klamm hinfahren, denn das ist natürlich auch der Parkplatz für die Leute, die halt auf die Berge raufgehen. Das heißt, wenn die Parkplätze mal weg sind, dann muss man schon sehr lange warten, bis das wieder ein Parkplatz frei wird. Das heißt, entweder früh dahin fahren oder eben auf einen der alternativen Parkplätze ausweichen, wo man dann aber noch etwas weiter zum Gehen hat. Schafft man es aber dann, auf diesem Wimbach-Klamm-Parkplatz zu parken, geht man von dort aus ungefähr so 15-20 Minuten bergauf, leicht bergauf, ist also für jeden gut zu schaffen. Und ganz wichtig ist, man kommt unterwegs an einer Hütte vorbei, wo man diese Eintrittsmarken für die Wimbach-Klamm kaufen kann. Ja, man muss Eintritt bezahlen, es sind nur 4 Euro pro Person. Das ist natürlich für 2 Leute jetzt kein Thema. Wenn man mit 3, 4 Kindern unterwegs ist, wird das Ganze natürlich schon etwas kostspieliger. Aber das Geld wird halt dazu genutzt, die ganzen Brücken und Stege instand zu halten und von daher ist es ein guter Preis. Und vor allen Dingen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Die Wimbach-Klamm ist jetzt nicht sehr groß, also im Vergleich zur Almbach-Klamm vielleicht gerade mal ein Zehntel davon. Die Almbach-Klamm, die hat ja 1,5 Kilometer Länge, irgendwie sowas. Und die Wimbach-Klamm, die ist tatsächlich nur 140 Meter lang. Jetzt ist es natürlich so, ich habe schon viele Workshops gemacht, auch in der Klamm, und dann ist es so, dass man mit den Fotografen da problemlos 2 Stunden lang fotografieren kann. Man ist also 2 Stunden lang in der Klamm, kann da die verschiedenen Spots aufsuchen, schöne Fotos machen und die Fotos, die da rauskommen, die sind einfach der Hammer. Ihr werdet gleich noch genauer sehen, warum. Wenn man aber jetzt ein ganz normaler Besucher ist in der Klamm, dann muss man sich darauf einstellen, dass der ganze Spaß nach vielleicht 10 bis 15 Minuten schon wieder vorbei ist. Das muss einem bewusst sein. Wenn man wirklich lange durch eine Klamm gehen möchte, dann würde ich wie gesagt die Almbach-Klamm empfehlen. Die ist nur wenige Kilometer von der Wimbach-Klamm entfernt, kostet auch ein wenig Eintritt, aber ist viel, viel größer. Es gibt viel mehr Spots, wo man direkt runter ans Wasser kann. Viel mehr Möglichkeiten, sich zwischendurch mal hinzusetzen, einfach das Wasserschauspiel zu beobachten. Ja, und hier seht ihr es schon, hier in der Wimbach-Klamm, da sind dazu zahlreiche kleinere Wasserfälle. Natürlich strömt da auch eine Unmenge an Wasser hinunter. Das ist also brandgefährlich, wenn man da quasi reinfallen würde. Aber trotzdem, wie gesagt, es scheiden sich die Geister, manche favorisieren halt die Wimbach-Klamm, andere finden die Almbach-Klamm schöner. Es gibt auch noch die Aschauer Klamm in der Nähe, die ist kostenlos, die kann aber, ich sag mal so, optisch jetzt nicht mit den beiden Klammen da mithalten. Und ansonsten gibt es natürlich noch die Höllental-Klamm, die ist unten bei Garmisch, oder die Partnach-Klamm und so weiter. Bei uns in der Ecke Wimbach-Klamm, Almbach-Klamm, hier jetzt im Video wie gesagt die Wimbach-Klamm. Wo es sich meiner Meinung nach aber trotz der Kürze der Strecke lohnt durchzugehen. Denn es ist ein einfach unglaublich schönes, beeindruckendes Naturschauspiel. Ihr geht immer wieder an Kaskaden vorbei oder an Wasserfällen. Ihr seht an den Hängen überall das Wasser hinunterströmen. Das ist unglaublich. Ihr habt da hunderte kleine Wasserfälle, die an den Hängen hinunterlaufen und ja, das ist einfach traumhaft schön. Dazu kommt dann natürlich dieses Farbenspiel aus dem ja, grau-braunen Gestein, dann dieses grün-gelbe Moos und Pflanzen, was da alles wächst.
Was natürlich auch super schön ist, ist da im Herbst durchzugehen. Das heißt, wenn das ganze Blattwerk schon so diese herbstlichen Farben annimmt mit Gelb- und Rottönen, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber schaut mal selbst, ist das nicht toll? Und so geht es halt die ganze Wimbachklamm entlang. Das Ganze ist natürlich gut gesichert. Das heißt, ihr habt da gut befestigte Stege mit hohen Geländern. Das heißt, man kann hier auch problemlos mit Kindern durchlaufen, ohne dass man da irgendwie großartig Angst haben muss, dass da was passiert. Das ist bei der Almbachklamm tatsächlich anders. Da gibt es viele ausgesetzte Stellen, wo halt keine Geländer und nichts sind. Da muss man bei den Kindern wirklich immer wieder auf der Hut sein und aufpassen. Bei der Wimbachklamm ist wirklich alles gut gesichert. Natürlich muss man aber hier auch auf Steinschlag achten. Das ist bei jeder Klamm so. Es kann immer und überall mal ein Stein herunterfallen. Und was man hier nicht sehen kann, über der Wimbachklamm, rechts auf der Seite, geht ein Wanderweg vorbei und irgendwelche Idioten meinen immer, da Steine hinunterwerfen zu müssen. Wenn man dann da unten steht und bekommt so einen Stein ab, ist das natürlich überhaupt nicht witzig. Aber zurück zum Steinschlag. Natürlich können sich da Felsen lösen. Es ist ein Naturgelände und es sind auch schon Menschen zu Tode gekommen. Jetzt nicht hier in der Klamm, sondern in der Höllentalklamm. Da hatte sich ein Stein gelöst und hat einen Wanderer erschlagen. Deswegen, ja, mit sowas muss man leider immer rechnen, wenn man überhaupt in alpinem Gelände unterwegs ist. Ja, und jetzt sehen wir hier schon den Bereich hinter der Wimbachklamm. Da beginnt das sogenannte Wimbachgries. Und normalerweise würde der Fluss da unterirdisch, also unterhalb des Steinwerks hindurchfließen. Aber wir hatten so viele Regenfälle und zudem noch Schneeschmelze in der letzten Zeit, dass sich da wirklich riesige Flüsse gebildet haben. Aber da gibt es natürlich auch einen Wanderweg, den man ganz normal entlang gehen kann. Wir persönlich favorisieren es, direkt durch das Gries zu gehen, also wenn eben nicht so viel Wasser da ist. Und dazu habe ich auch schon mal ein sehr ausführliches Video gemacht. Das ist, glaube ich, schon vor 6-7 Jahren entstanden, wo wir durch dieses Wimbachgries hindurchgegangen sind, bis zum Wimbachschlösschen. Und auch das ist ein gigantisches Naturschauspiel. Also wenn ihr mal da in der Ecke seid, nehmt es euch auf jeden Fall mit. Die Wimbachklamm, wie gesagt, ich glaube 4 Euro pro Person Eintritt. Das Wimbachgries dahinter ist natürlich kostenlos. Wer also die Klamm überspringen möchte, kann auch direkt durch das Gries laufen. Und ihr werdet es nicht bereuen. Es ist unheimlich beeindruckend. Es ist unheimlich schön. Und hier im Gries ist auch nicht so viel los. Ihr seht es ja, da sind kaum Menschen unterwegs. Ja, und das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert auch mal, was es sonst noch für Ausflugsziele gibt. Dann könnte ich die auch mal filmen und euch hier zeigen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.